Für was brauche ich denn Atomkraftwerke? Mein Strom kommt doch aus der Steckdose. Okay, der war jetzt ein bisschen alt. Aber mal im Ernst. Es gibt in Deutschland im Moment noch 8 Atomkraftwerke, die produzieren 15 bis 17% des Stroms. Und 2022 soll damit Schluss sein. Stichwort Atomausstieg. In den letzten 10 Jahren ist der Anteil der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung rasant gestiegen. Da liegen wir jetzt ungefähr bei 27 bis 30%, immerhin. Trotzdem werden noch sehr viele fossile Brennstoffe in die Atmosphäre gepustet. Wie steht es denn jetzt eigentlich um die erneuerbaren Energien? Was sind die Herausforderungen? Was muss noch getan werden von der Politik und der Gesellschaft? Das fragen wir heute einen Experten, nämlich Professor Dr. Hermann Fehrenbach von unserer Fakultät für Elektro- und Informationstechnik. Herr Professor Fehrenbach, wir sitzen hier auf dem Dach eines Gebäudes der Hochschule. Was ist das hier eigentlich? Ein Kraftwerk, oder? Das ist ein ganz besonderes Kraftwerk. Das ist ein Inselsystem. Das heißt, es kann autark betrieben werden. Da vorne sehen wir die Solarmodule, die in dieses Inselsystem einspeisen. Wir haben eine Windturbine. Die arbeiten auf einem großen Speicher. Das steht natürlich unten im Keller, weil er sehr schwer ist. Und natürlich die elektronische und die leistungselektronische Aufbereitung, die ist ein Stockwerk tiefer. Wir sitzen also auf einem Teil dieses Kraftwerks. Und wie viele Gebäude können damit versorgt werden? Das ist eine gute Frage. Da kommt es auf den Standort an. Die Windturbine steht hier mitten in der Stadt, wo die Rauigkeit besonders groß ist. Das heißt also, die Erträge sind nicht besonders hoch. Hier würde ich sagen, diese Windturbine zusammen mit dem Solarmodul, einen Haushalt, vielleicht auch 2 Haushalte, wenn sie stromsparend sind. Wir sprechen immer von erneuerbaren Energien. Also da gibt es Windkraft, es gibt Photovoltaik. Was gehört eigentlich noch alles dazu? Was gibt es noch alles? Oh, da gehört eigentlich auch dazu, das macht bei uns in der Bundesrepublik auch noch relativ viel aus. Das macht zum Beispiel mehr aus als die Photovoltaik. Das ist die Biomasse, die ja vielfältig genutzt werden kann. Nicht nur für zur Stromproduktion, sondern eben auch für die Wärmeproduktion. Dann gibt es aber die Wasserkraft, die traditionelle Wasserkraft. Es gibt die Meeresenergie, die man in vielfältiger Weise nutzen kann. Es gibt vielfältige andere Nutzungen, die im Moment in der Erforschung sind, aber sie sind noch nicht so, dass sie praktikabel genutzt werden können. Und welche dieser genannten Energieträger hat für Sie das größte Potenzial? Ich glaube, das sind Sonne und Wind. Sonne und Wind jeweils zu 50% ist ein Ansatz, etwas gefördert noch durch die Wasserkraft, die traditionelle Wasserkraft und eben durch die Nutzung der Biomasse. Da wird ja auch schon einiges getan. Es soll ja auch den Atomausstieg geben demnächst. Wie steht es denn derzeit um den Ausbau der erneuerbaren Energie? Das sieht zunächst in den Anfängen war das sehr gut. Wir haben bis Ende 2015 haben wir etwa 30% der Stromproduktion kam aus erneuerbaren Energien. Das ist aber nur die Stromproduktion. Man darf nicht vergessen, wir haben eine komplette Energieversorgung zu meistern. Und da gehört die Mobilität dazu und da gehört auch die Wärme dazu. Und der Strom macht nur ein Fünftel von dem gesamten Energieverbrauch aus. Für die anderen Energieanwendungen muss auch eine Lösung gefunden werden. Und da, denke ich, da sind wir in Deutschland gar nicht gut aufgestellt. Mhm. Wir liegen unter dem EU-Mittel. Im Mittel liegen die erneuerbaren Energien bei 15%. Wir liegen hier in Deutschland bei 12,5% etwa. Wer ist der Spitzenreiter? Welches Land? Schweden sind relativ gut. Insbesondere Staaten, die viel Wasserkraft haben. Norwegen zum Beispiel auch. Mhm. Gibt also sehr viele Staaten, die sehr viel besser aufgestellt sind als wir. Und was müsste jetzt konkret getan werden, damit eine Versorgung nur aus erneuerbaren Energien stattfinden könnte? Zunächst mal rationelle Energieanwendung. Die Steigerung der Energieeffizienz ist eine der Hauptaufgaben. Das muss immer zuerst kommen. Und dann den Rest durch erneuerbare Energien abdecken. Wäre zwingend notwendig, dass man diese Deckelung der Photovoltaik aufgibt. Die soll gedeckelt sein auf 52 Gigawatt. Wind ist man im Moment auch dabei, das zu beschneiden. Auch das sollte aufgegeben werden. Aus welchen Gründen wird das beschnitten? Damit die Stromkosten angeblich sich in Grenzen halten. Und das ist eigentlich etwas eine merkwürdige Geschichte, weil der Strompreis an der Börse noch nie so preiswert war wie zurzeit. Und auf der anderen Seite für den Endverbraucher sind die Stromkosten möglichst hoch.
Da merkt man, dass hier die Politik nicht richtig funktioniert. Wäre denn eine Komplettversorgung möglich mit erneuerbaren Energien? Eine Komplettversorgung, da kann man auf Studien zurückgreifen, Studien von der DLR, Studien von der Fraunhofer-Gesellschaft. Die haben vielfältige Studien gemacht, nicht nur zur Energieversorgung, sondern auch, was die Leistung angeht. Es muss ja zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Sekunde, muss ja auch die Leistung bereitgestellt sein. Also es muss gespeichert werden, die Energie? Die müsste gespeichert werden, ganz genau. Und die muss auch ausgeglichen werden. Die muss auch schnell genug immer irgendwelche Leistungsspitzen von der Windenergie oder Leistungsdefizite von der Windenergie, von der Sonne geben. Genauso, die müssen zu jeder Sekunde ja auch gemeistert werden. Und da hat man schon in der Vergangenheit gezeigt, dass man das machen kann. Wie müssen wir Verbraucher denn umdenken? Was gibt es da für Tipps, die Sie haben? Wenn man sich die wahren großen Verbraucher im Haushalt anschaut und ich in meinem eigenen Umfeld immer nachfrage, wo die Stromkosten herkommen, dann ist ein beträchtlicher Teil ist der Wäschetrockner. Sie werden es nicht glauben. Ein weiterer Punkt, den ich meine, sind sonstigerweise Waren, die noch veraltet sind. Und da weiße gibt Waren, es sprich Kühlschrank, Waschmaschine genau, und so weiter. Genau. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Die Geräte sind sozusagen die neueren Geräte sind auf einem guten Niveau. Was zusätzlich noch eine große Rolle spielt, sind Rechnersysteme, die teilweise durchlaufen. Die erzeugen relativ viel Anteil an den Gesamtstromkosten. Dann gibt es Verbraucher, über die man die gar nicht nachdenkt. Das sind zum Beispiel Pumpen für die Heizung. Ich habe das selber bei uns daheim nachgemessen. Da war ein beträchtlicher Teil nur für die drei Heizungspumpen, die bei uns eingebaut sind. Die habe ich ersetzt durch Hochenergieeffizienzpumpen. Und wir konnten unseren Strombedarf um etwa 50% reduzieren. Einfache Maßnahmen, relativ preiswerte Maßnahmen, die sich innerhalb weniger Jahre rentiert haben. Mhm. Ja. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen erzählen von Ihrem Haus. Das heißt, Sie haben so eine Solaranlage, eine Photovoltaik. Eine einfache PV-Anlage, ein relativ großer Speicher. 90% der Zeit sind wir nicht am Netz. Das heißt, wie hoch ist Ihre Stromrechnung? Letztes Jahr habe ich die Abrechnung gekriegt, musste ich schmunzeln, 202 Kilowattstunden. Wahnsinn. Jetzt könnte man ja auch sagen, okay, ich tue was für die Umwelt und buche bei einem Ökostromanbieter. Da ist aber Ökostrom nicht gleich Ökostrom, oder? Ja, da muss man ganz arg aufpassen. Die meisten dieser Ökostromanbieter sind einfach nur die bisherige Wasserkraft, verkaufen die jetzt teurer. Mhm. Ja, und das wird der Sache nicht gerecht. Es müssen immer Ökostromanbieter sein, die auch gleichzeitig ein Interesse daran haben, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden. Und da gibt es durchaus einige, da muss man sich raussuchen. Okay, also informieren, es gibt dann nur eine Handvoll von solchen Stromanbietern. Okay. Jetzt gibt es natürlich nicht nur zu Hause die Energie, die wir verbrauchen, sondern auch unterwegs. Also Stichwort Elektromobilität. Vor ein paar Jahren hat die Bundesregierung das Ziel vorgegeben, dass bis 2020 mindestens 1 Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen fahren sollen, auf deutschen Straßen. Wie weit sind wir denn damit gekommen eigentlich? Ich habe gerade die Zahlen nachgeguckt, wir lagen Ende 2015 bei 50.000. Bezogen auf 1 Million sind es gerade mal diese paar Prozent, die wir da hingekriegt haben. Und zwar sind es nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern auch Hybridfahrzeuge, die noch einen zusätzlichen Speicher drin haben. Und das ist meines Wissens sogar der Löwenanteil, diese Plug-in-Hybride, wie sie auch heißen. Das heißt, wir sind noch meilenweit von dem eigentlichen Ziel entfernt, was die Bundesregierung vorhatte, 1 Million Elektrofahrzeuge. Zum Teil muss man auch sehr vorsichtig sein mit diesem Ziel, das auch teilweise von den Automobilbauern natürlich auch begrüßt wird. Denn es gab ja ein Vorhaben von der EU, die CO2-Grenzwerte auf 95 Gramm zu reduzieren für jeden dieser Autobauer. Und da kann man natürlich durch die Elektrofahrzeuge die ganze Palette wieder gut rechnen. Wenn man aber weiß, wir hatten es ja vorhin diskutiert, 70% der Energie, der elektrischen Energie wird ja nach wie vor durch fossile Energien abgedeckt, dann ist der Strom mitnichten irgendeine umweltfreundliche Angelegenheit. Das heißt, das Fahrzeug wird mit 70% schmutzigem Strom wird der bedient und damit ist die Elektromobilität im Moment noch keine wirkliche umweltfreundliche Alternative. Im Moment wird als Energiespeicher auf Lithium-Ionen-Akkus
gesetzt. Die sind zum Beispiel auch in Smartphones drin. Ist das denn die Technologie der Zukunft? Da habe ich meine leisen Zweifel, denn auch Lithium ist in seinen Vorkommen beschränkt, ähnlich wie das Öl auch. Nicht? Wir rechnen etwa mit 30 Jahren. Da gibt es unterschiedliche Studien, unterschiedliche Ergebnisse, wie das immer in der Technik so ist. Und wenn man das sieht, die Reichweite von Lithium, dass die so ähnlich groß ist wie von Öl, kann man festmachen, dass das eigentlich keine wirkliche nachhaltige Alternative ist. Und für mich gibt es momentan eine einzige nachhaltige Alternative, das ist die Nutzung des Wasserstoffs. Das Wasserstofffahrzeug, das denke ich, das wird kommen. Zeitfenster 10 bis 15 Jahre, sagen die Automobilbauer, wird es ganz massiv kommen. Jetzt gibt es ja hier in der Hochschule den Studiengang Elektrotechnik mit Schwerpunkt Energietechnik und erneuerbare Energien. Was lernen denn die Studierenden eigentlich hier? Unser Studiengang repräsentiert einen ganz normalen Ingenieurstudiengang. Man lernt also die Grundfeste des Elektroingenieurs bzw. des Energietechnikers. Und wir kriegen auch die Grundlagen oder vermitteln auch die Grundlagen der erneuerbaren Energien. Das heißt, wir haben eine Vorlesung über Solarenergie, Solarthermik und Solarelektrik. Dann eine Vorlesung über Windenergie, Wasserkraft und Energie aus Biomasse. Dieses Studium, dieses Bachelorstudium, das kann man praktisch in der gleichen Version auch weiter vertiefen in einem Masterstudiengang. Und in welchen Bereichen sind die Absolventen hinterher tätig? Nächste Woche haben wir einen interessanten Vortrag in unserem Seminar Erneuerbaren Energien. Den bestreitet ein ehemaliger Absolvent, der bei mir seine Abschlussarbeit auch angefertigt hat. Der ist jetzt bei einer Firma, die Windparks plant, und er ist zuständig für die Netzanbindung. Mhm. Ja, also das sieht man durchgängig, und es sind auch schon mehrere gerade in der Windenergie abgeblieben. Es sind auch mehrere schon abgeblieben in der Wechselrichtertechnik, PV-Wechselrichtertechnik. Das sind genau diese Branchen, wo ich sehe, dass die Leute von uns in diesem Bereich dann unterkommen können, wenn sie sich mit Erneuerbaren beschäftigen wollen. Also zukunftsträchtig. Ja. Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch.